Hallo liebe Kartenfreunde, willkommen zurück zu Hearthstone und ich möchte mit euch das Schwarzfeld-Abenteuer bestreiten. Hab dafür jetzt 700 Münzen gesammelt, hab 705, also zap zap, wird's gekauft. Autorisierung, ja, mit dieser einzelnen Münze jetzt haben wir gegeben, so abgeschlossen. So, dann wollen wir mal, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß aber von Baptisto oder Plerik, dass das nicht so einfach ist. So, man hat hier drei Aufgaben. Mit jedem kann man Karten bekommen. Und als, Reward würdest du ja verringert die Kosten eurer Handkarten am Ende eures Zuges um 1 geben, glaube ich, dass es ein Reward ist. Die Dunkeleisenzwerge sind Sklaven des Feuerfürsten. Kämpft euch durch ihre Reihen, um ihn zu erreichen. Wir wollen zum grimmigen Säufer. Bevor ihr bis zum Ragnaros vordringen könnt, müsst ihr diese widerborstigen Zwerge besiegen. Mir aus. So, dann wollen wir mal unseren Hexenmeister nehmen. Damit bin ich auch in der Liga sehr gut unterwegs. Und naja. Skuldan gegen den grimmigen Säufer. Willkommen im grimmigen Säufer! Eure Seele wird mir gehören! So, was haben wir denn hier schon? Also das brauchen wir für den Start schon mal nicht. Genauso wenig wie diese Karte, auch wenn sie 0 kostet, aber wir haben ja keine Dämonen. Den behalten wir. So. Ja, da haben wir immer schon mal was zu muten. Und einmal war. Ja, kriegt der Diener 2 Schaden zu. Wenn das Ziel ein befreundeter Dämon ist, kriegt er 2 plus 2. Alle mal herhören. Wir haben einen Gast. Ah, Ladies First. Das ist eine Fähigkeit. Legt aus jedem Deck einen Diener aufs Spielfeld. Alle Diener haben eine Chance, einen anderen Feind anzugreifen. Und im ersten Zug auf einen 7-6er zu treffen, das ist schon ein Hardcorer. Aber soll er sich erstmal hier mit prügeln? Ah, meine Diener kosten weniger. Das ist hart. Alter Falter, das ist ein kranker Wichser, ey. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Ja, nein! Ist klar. Kranker Scheiß. Autsch. Autsch. Autsch, was macht der überhaupt? Ach ja, was war das? Haben die irgendwas Besonderes noch? Nur Sport. Wollen wir das machen? Macht das Sinn? Nee. Das macht Sinn. Handkarten. So, was macht noch Sinn? Einen Sport. Naja, die kosten alle ein weniger, deswegen ist das gar nicht, gar nicht so verkehrt. Ach, wir müssen ja erst. Wir müssen diese ganzen Viecher hier loswerden. Autsch. Naja, kann ja. Wieso konnte der jetzt hier angreifen, obwohl ein Spot liegt? Warte mal nochmal durch. Alle Diener. Ach, alle! Danke, Scheiß. Gib mir mal eine Handkarte. Okay. Das ist schon mal gut, diese Karte. Also, Verstohlenheit und Zauberschaden plus 1. Jo, wir haben noch einmal Spot. Wir müssen den kranken Typen hier loswerden. Spüre meinen Stahlschwein. Mit einem gehen wir ruhig hier drauf. Und was macht der? Er fügt einen unverletzten Feind die dann 2 Schaden zu. So. Geile Karte. Ja, falls er hier mal zuerst angreift, dann wäre der wenigstens weg. Komm Leute, was machen wir? Übelste Kanone.
Ah, wenigstens noch ein Sport. So. Das ist natürlich genial. Einmal den hier drauf. Ja, müssen wir machen. Also ich meine, das würde dann zu teuer werden vom Schaden her. Übelst, diese Helfigkeit, die kostet nichts. Alle beugen sich meinem Willen. Ach, heiliger Klabauter, Mann. Gewinnt im Scharmützel immer. Ach du Scheiße. Eure Waffe hat plus 2 Angriff. Weil das brauchen wir erstmal nicht. So, wir haben 7. Durch ihn hier, also durch ihn haben wir hier 7. Was machen wir? Was will ich tun? Ja, wir holen erstmal ihn hier aufs Feld. Weil er kann ihn ja nicht angreifen. Ja, wir müssen diese Viecher loswerden. Okay. Schnell und stark zuschaden. Auch geschissen, weil sonst würden wir hier 4 bekommen. Würden wir zwar jeweils einen Schaden hier weniger machen, aber das ist uns egal. Wir müssen diese Viecher hier wegkriegen. Das ist, So. Ne, hat man schon. Uiuiui. Also, ihr seht, das ist ja jetzt das erste Mal. Aber das ist gut. Hinrichten. Einen verletzten Diener. Das lädt ja wirklich alles. So, jetzt können wir auch mal ein bisschen Randale machen an der Saale. Wir gehen auf. Aber dann 4 machen wir jetzt hier Verschwendung. Wir machen ja bis zu 5. Den da. Ja doch, wir machen das so. Damit der 100%ig weg ist. Hier bekommen wir 100%ig ein. Spottvieh. Und da saugen wir ein bisschen. Und mit dem greifen wir an, weil wir haben jetzt keine Zauberkarten. Aber jetzt haben wir ein bisschen Feldvorteil aktuell noch. Aktuell noch. Ah, noch ein Spottvieh. Das ist schön. Oh, 4 Zwerge, 1-1 mit Spott herbei. Okay. Na, verleiht. Was? Verleiht, was? Verleiht einen Diener plus 2 Angriff in diesem Zug. Na gut, soll er machen. Wir haben aktuell nicht mehr so viel live. Deswegen habe ich mir überlegt, jetzt wo wir gerade den Zug sehen, dass wir einen davon ruhig opfern. Weil Lebenspunkte sind das A und O aktuell für uns. Aber den würde er sowieso nicht tot kriegen damit. Das machen wir so rum. Wir ziehen nochmal eine Karte. Das brauchen wir aktuell gar nicht. Deswegen nehmen wir den hier. Und bekommen 8 live. So, und dann können wir schön noch die Ömme geben. Jetzt hat sich das Blatt doch schon wieder ein bisschen gewendet. Aktuell. Was kriegen wir? Nochmal Spott. Na gut, dass ich so viel Spott ich hier drin habe. Gottschild 7, das ist uns egal. Autsch, das aber nicht. Weil er am Ende des Zuges immer allen Charakteren 2 Schaden zufügt. Der Gottschild ist weg. So, drück. Wollen wir das machen? Ja, machen. Oder? Ja, drücken wir mal die Daumen, dass wir hier. Haben alle 3 Winzer bekommen, das heißt. 5. 10. Nochmal 3. Und der auch nochmal. Ein Gewinne! Aber was soll's? Der grimmige Säufer. So grimmig war er gar nicht. Ach doch. Belohnung, wir haben den grimmigen Gast zweimal erhalten. Ruft jedes Mal, wenn dieser Diener Schaden erleidet und überlebt, einen weiteren grimmigen Gast herbei. Ja, haben wir. Tüten wir ein, nehmen wir, gekauft. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Wir machen einen kleinen Break.